herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe euch schon wieder eine Happy Mail mitgebracht. Aber diesmal eine, die ich bekommen habe und nicht eine, die ich versenden werde. Ja, und zwar hat mir diese Happy Mail die liebe Uschi geschickt aus der Vintage Only Happy Mail Gruppe. Und ja, die ist so schön und so vielseitig, dass ich da, also ja, ich werde Fotos bei Facebook einstellen, auf jeden Fall. Nur ganz ehrlich, Fotos treffen diese Happy Mail nicht. Deswegen dachte ich mir, ich muss ja nicht mal das posten oder das zeigen, was ich verschicke, sondern ich kann ja auch mal zeigen, was ich kriege. Ne? Also die Happy Mail hier ist der Knaller. Und ich habe auch in letzter Zeit sehr viele schöne Happy Mails bekommen. Auch von der lieben Nicole habe ich eine super coole Happy Mail bekommen. Glücklicherweise passt sie auf ein Foto, weil sie einfach eine ganz tolle Karte ist. Aber die hier, ja, ihr könnt mir am Ende des Videos mal sagen, ob ihr die auf ein Foto gekriegt hättet. Also so, ja, geht. Ja, das ist mein kleines Kärtchen, was ich von Schien noch bekomme. Das geht euch gar nichts an. Hey. So kann ich natürlich ein Foto machen. Das werde ich auch tun. Nur das, was jetzt kommt, weiß ich nicht. Da würde ich, glaube ich, 20 Fotos machen oder 30 oder so. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, euch das zu zeigen. So, wenn ihr mögt, ich freue mich über Abonnenten. Ich freue mich über Likes, Kommentare und Co. Und vielleicht habt ihr auch Lust, mal in einer Happy Mail Gruppe mitzumachen. Oder ihr seid bereits dabei, das kann natürlich auch sein. So, der Titel dieser Happy Mail Gruppe oder dieser Aktion war Shabby. Shabby immer mit dem Vintage-Anspruch, ne? Weil wir sind ja in der Vintage-Gruppe. Und da hat sie auf jeden Fall ein ganz tolles Stamperia-Papier benutzt. Erstmal für das Drum und Dran. Es ist ein Long Slim Journal. Ja, mein Magen knurrt, falls das jemand gerade gehört hat. Nein, das gibt es jetzt nicht zu essen. Es ist ein Long Slim Journal und zwar ein Ziehharmonika Long Slim. Hier habe ich zum Beispiel weiteres Dekomaterial bekommen, wo ich dann mein Journalchen weiter dekorieren kann. Das ist schon mal direkt im Cover dran. Total cool gemacht, dass das hier nochmal so rüberflappt. Voll gut. Also ich bin mega begeistert auch von der Art, das zu bauen. Es ist einfach schön. Und sie hat hier ganz... Huch, jetzt rutscht sie aus dem Bild raus. Frevel. So, ich klappe nochmal auf. Sie hat hier super viele Stile mit diesem Shabby-Hau mit reingebracht. Ja, also hier so mit kleinen Siegeln und Spitze und ja, einem gestanzten Rand. Das scheint schönes Digitalpapier zu sein. Genäht hat sie auch. Also ich finde ja diese Nähkanten immer, ne? Ich könnte den ganzen Tag hier dran langfassen. Und diese Karten kann man theoretisch rausnehmen, also sie sind so ein bisschen festgeklebt. Ja, sie sind ein ganz bisschen mit so einem Streifchen angeklebt, aber ich finde einfach, sie dürfen da bleiben, weil sie da genau hingehören. Ja, hier ist was noch mit so einem Rahmen zusammengeklebt, hier ist auch wieder so ein Kärtchen drin. Und diese ganzen Pockets kann ich alle benutzen. Das hier scheint ein Eco-Print zu sein. Voll cool, echt. Also auch jetzt gerade hier so eine kleine Seite noch in die Mitte zu bringen, super gute Idee. Hier haben wir einen Umschlag mit dem und hier ist auch noch mal ein Papierchen drin mit schönen Stempeln. Ja, das muss auch hier einfach drunter klemmen. Das geht nicht anders. So, und das hier ist, glaube ich, aus dem Imagine-Papier, wenn mich nicht alles täuscht. Und, oh, hier und da steckt das recht fest drin, aber es passt. Super schön. Ja, auch wieder schönes Digitalpapier. Und ja, dieses Stamperia-Papier liebe ich ja. Ne? Hier ist auch nochmal eine Tasche hinter. So, dann klappt man das um. Und hier merkt man schon, hier ist der Mittelteil. Der ist nämlich auf der anderen Seite der Hauptteil. So, und hier kommt der zweite Teil des Buches. Auch wieder mit gestanzten Elementen. Oh, das hier, ihr müsstet das mal anfühlen. Das ist, ja, Serviettentechnik, ne? Also, hier hat sie auf jeden Fall eine Serviette draufgebracht. Und drunter... So ein altes Schreibheft oder sowas. Das ist, also wenn ich es fühlen könnte, das wäre echt der Knaller. So, und ein kleiner Rechnungszettel. Wieder eine genähte Seite. Bisschen Spitze darf natürlich bei Shabby auch nicht fehlen. Auch das ist wieder eine Tasche. Bisschen was aus dem... ich glaube, das müsste das Imagine-Papier sein, wenn ich nicht ganz falsch gewickelt bin. Ja, das fühlt sich auch mega an. Also es ist wirklich... Es ist ein Fühlbuch. Ich kann es euch jetzt leider nicht so rüberbringen, wie ihr es vielleicht fühlen müsstet. Auch hier wieder eine Tasche drin. Schöner Rechnungsbogen.
paar Sachen zum Rausnehmen oder vielleicht auch noch einkleben. Ja, ich bin wirklich sehr gespannt, wofür ich das benutzen werde. Ich überlege auch die ganze Zeit, weil man will ja so ein schönes Buch benutzen und dass es dann auch Bestand hat, ne? Also man will es ja nicht benutzen und dann ist es verbraucht und man tut es weg, weil man irgendwie, weiß nicht, Einkaufszettel reingeschrieben hat. Das scheint auch ein echtes kleines Zettelchen zu sein aus einem Kalender. Ja, und jedenfalls möchte ich das so benutzen, dass das, was ich da reinschreibe, dass das dann auch Bestand hat. Deswegen bin ich jetzt gerade noch am Überlegen, wie ich dieses schöne Büchlein so nutze, dass es mich dann hinterher weiterhin erfreut. Ne? Das ist, hier ist wieder eine Tasche hinter. So, und da merkt man, dass hier der Thread dahinter sitzt. Ich drehe es mal um. Ich habe schon mal so ein Long Slim Journal bekommen, aber ein viel kleineres. Da schreibe ich immer meine Happy Mail Aktionen rein. So, hier haben wir als allererstes eine Pocket. So, das heißt, ihr habt gesehen, ne? Ich habe das, also hier haben wir zwei Teile Buch. Und auf der Seite haben wir den Mittelteil des Buches. Total cool gemacht, also sehr, sehr gut durchdacht, wie man das hier, wie sie das hier zusammengebaut hat. Ja, und diese Karte ist doch wohl der Knaller. Das wäre fast schon ein Journal-Cover wert. Ja, auch wieder schönes genähtes. Und hier ist die zweite Karte von der Serviettentechnik. Découpage, auch auf Französisch genannt. Ne? Ja, und das schöne Rechnungspapier. Ja, Spitzentasche. So ein kleiner Bogen. Also für sowas wie zum Beispiel Happy Mails hier dokumentieren, also wem man wann welche Happy Mail schickt, dass man halt auch weiß, habe ich dem Schmutz geschickt und man will ja auch Sachen nicht doppelt schicken. Da habe ich jetzt natürlich schon ein Buch. Aber dafür würde es sich eignen, weil da guckt man auch später gerne mal rein und sagt, Mensch, guck mal, ich habe ja der Uschi diese und hier ein Happy Mail geschickt. Da passt doch eigentlich dieses und Folgendes dazu, wenn ich ihr wieder eine schicke. Das hier ist wie so ein Farbtupfer im ganzen Journal. Das ist sehr bunt. Ja, also super cool, oder Leute? Was sagt ihr dazu? Handmade with Love. Ja, das sieht man auf jeden Fall, liebe Uschi. Das ist definitiv so. Ja, und die 16 oben in der Ecke heißt, das ist dein 16. Journal. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, falls das eine Bedeutung hat, kannst du mir das ja gerne mal sagen. Auf jeden Fall, 16 ist eine schöne Zahl. Und ich habe mich mega gefreut, als ich diese Happy Mail ausgedruckt, ausgepackt habe. Ich muss auch sagen, ich habe mich mit der Happy Mail-Aktion auch nicht ganz leicht getan, weil Shabby ist echt so eine Nummer, ne? Uschi, du hast das auf jeden Fall super gut getroffen. Das ist ein echtes, schönes Shabby Long Slim Journal. Mega schön. Gefällt mir total gut. Ja, und jetzt wisst ihr vielleicht auch, warum ich nicht einfach dusselig ein paar Fotos gemacht habe, sondern warum ich dieses Video gedreht habe. Ihr geht nicht anders. Das kannst du doch nicht auf Fotos bringen. Also, ja, ich werde ein, zwei Fotos machen, aber ich werde dann auch den Link dazu dann demnächst dazu posten, dass die Leute, die sich das näher angucken wollen, einfach mal auf dieses Video schauen und sich dieses super schöne Long Slim Shabby Journal anschauen können. So, ich freue mich, dass ihr mich hier begleitet habt bei dieser Aktion oder bei diesem Durchblättern dieser schönen Happy Mail. Vielleicht konnten wir euch, also wir heißt jetzt, sag mal, Uschi, die mir das geschickt hat, und ich mit meinem Flipsflow, vielleicht können wir euch mal für Happy Mails begeistern. Und vielleicht habt ihr Lust, mit uns was zu basteln und das auszutauschen. Weil, wie ihr seht, man bekommt richtig coole Sachen. Ist natürlich keine Garantie, dass man immer so super geile Sachen bekommt. Nur allermeistens geben sich die Mädels, und das sind momentan alles nur Mädels, super Mühe und machen ganz, ganz tolle Sachen, ja, die man dann einfach zum Liebhaben behalten kann. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Schreibt mir was Schönes, bastelt euch was Schönes und wir sehen uns bis demnächst in diesem Kino.